Es gibt viele Bezeichnungen für Gerhard Schröder. Ex-Kanzler, Alpha-Tier, Macho, Bastardpolitiker. Es heißt, er hat Charme, besitzt großes rhetorisches Talent, kann sehr raubbeinig und wiederum sehr herzlich sein. Doch über Gerhard Schröder zu sprechen, ist in diesen Tagen nicht einfach. Vielleicht liegt es an der Erwartungshaltung einer Öffentlichkeit, die von Schröder verlangt, sich aktiver zu aktuellen politischen Geschehnissen, insbesondere zu Russland, zu äußern. Vor allem seine Freundschaft mit Wladimir Putin scheint wie ein bleierner Schatten auf seiner Vita zu liegen. Gerhard Schröder registriert diese Irritation genau, doch er nimmt sie in Kauf. Wir haben Gerhard Schröder in den letzten Monaten getroffen und wollten herausfinden, was ihn beschäftigt. Wollten seine Sicht der Dinge erfahren. Das Hauptinterview führten wir in seinem Büro in Berlin. Schröder ist gut gelaunt, doch zunächst recht kurz angebunden. Herr Schröder, wie wichtig ist es Ihnen, was andere so über Sie denken? Nicht unbedingt, aber man hat natürlich viel lieber Lob als Kritik, gar keine Frage. Aber es bestimmt nicht mein Leben. Warum können Sie da so stur sein? Das muss an mir liegen. Ich kann Ihnen das auch nicht im Einzelnen erläutern. Aber nach dem, was ich alles hinter mir habe, überrascht mich wenig. Sowohl was Lob angeht, als auch was Kritik angeht. Anfang April 2014. Hamburger Bahnhof Berlin. Ein Tag vor Schröders 70. Geburtstag lädt die SPD zu einem Fest, um ihren Altkanzler zu ehren. Warum war das Verhältnis zwischen Ihnen und der SPD immer so kribbelig, immer so angespannt? Das darf man ja nicht so sagen, weil das Verhältnis zwischen mir und der SPD ist ja eher ein herzliches. Wenn die SPD die Mitglieder sind, wenn sie die Funktionäre oder gar die Konkurrenten um Funktionen sind, dann haben sie recht. Aber nicht, wenn es um die Mitglieder geht. Solche Veranstaltungen sind sicheres Terrain für Schröder. Der Medienkanzler hält Hof, jede Geste sitzt. Das Spiel mit den Kameras beherrscht er immer noch perfekt. Auch sein charmant rauer Ton gehört dazu. Ja, mach die Kamera raus. Das Verhältnis zwischen Gerhard Schröder und der SPD ist nicht unkompliziert. Zwar bekleidet Schröder kein politisches Amt mehr, doch seine Stimme hat immer noch Gewicht. Der gegenwärtige Deal lautet, der Altkanzler hält sich mit öffentlichen Äußerungen zurück und gibt seine Ratschläge nur noch hinter den Kulissen. Wer sich mit ihm nicht streitet, den nimmt er nicht ernst. Sondern die, die sich mit ihm angelegt haben, die ihn herausgefordert haben, mit denen er sich streiten musste, da gab es dann so eine Abstufung von, in der ersten Auseinandersetzung wird man zusammengebrüllt. Wenn die Auseinandersetzung dann wiederkommt, versucht er, sich lustig zu machen über einen. Und beim dritten Mal, dann sagt er, komm mal her, wir reden mal. Gerhard Schröder ist im Grunde bis heute für die SPD ein schwieriger Fall. Man schmückt sich mit dem Altkanzler, doch seine politischen Alleingänge sind unvergessen. Und seine Unberechenbarkeit ist gefürchtet. Sie mögen es scheinbar, wenn man sich mit ihnen gleich ein bisschen kabbelt. Ja, warum auch nicht? Das, finde ich, gibt so ein bisschen Würze in den Beziehungen. Können Sie das ein bisschen näher beschreiben? Nein, kann ich nicht. Das ist einfach so. Ich finde, wenn man über ein Thema redet, sei es ein Thema der Kunst, des Fußballs, der Politik, dann ist es doch sinnvoll, dass auch widersprochen wird. Denn durch den Dialog, durch den Widerspruch lernt man doch auch. Wenn ich irgendwo ein Problem gesehen habe, dann habe ich immer denjenigen, der das aufgeschrieben hatte, gebeten zu kommen und mir zu erläutern. Und wenn er das nicht konnte, zu erläutern in kurzer Zeit, dann war die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass seine Position nicht ausgereift war. Das heißt, ich habe durch dieses Nachfragen und die Bereitschaft zum Dialog mehr erfahren und mehr gelernt, als ich vielleicht durch bloßes Papierlesen gelernt hätte. Eine für Schröder typische Situation ergibt sich beim Rundgang durch die Kunsthallen im Hamburger Bahnhof. Für ein gutes Foto stellt er sich auch mal unter das Mao-Bild von Andy Warhol. Genau wissend, dass ihr Inhalt, Größe und ein bisschen Provokation Hand in Hand gehen.
Los, mach ein schönes Foto, das möchte ich auch haben. In diesen Kategorien, das tut man nicht, einfach so ohne Begründung, denkt mein Mann nicht, sondern der schaut sich so eine Sache an und entscheidet sich dann und nimmt keine Rücksicht drauf, ob man das tut oder nicht tut, weil diese Definitionen, die akzeptiert er so für sich nicht. Und das hat Vorteile und Nachteile natürlich, ne? Der Maler und Bildhauer Markus Lüpertz ist mit Gerhard Schröder seit vielen Jahren befreundet. Es ist eine Freundschaft auf Augenhöhe. Zwei Alphatiere, ausgestattet mit einer gehörigen Portion Testosteron, Kämpfernaturen mit einer gewissen Siegermentalität. Ich habe eine eigene Sicht. Das will ich aber gar nicht in der Öffentlichkeit eigentlich ausführen. Das, was ich der SPD vorwerfe, sie zerstören immer ihre eigenen großen Männer. Und die Partei ist eine böse Geliebte. Und Schröder liebt die Partei vorbehaltlos. Aber sie hat meiner Meinung nach diese Liebe nie erwidert. Aber das hat sie keinem ihrer großen Männer gezollt. Und das ist etwas, was ich sehr schwer begreife. Was mich immer wieder, auf eine gewisse Distanz zu Parteien gehen lässt. Er sagt, die SPD ist eine böse Geliebte. Sie zerstört ihre eigenen großen Männer. Das ist eine wunderschöne Formulierung, aber ich glaube nicht, dass er da so ganz recht hat. Ich würde mal sagen, sie überfordert ihre eigenen Männer gelegentlich. Das würde ich akzeptieren, aber zerstören heißt ja, dass man zerstörbar wäre. Und das ist Helmut Schmidt nicht gewesen, das bin ich auch nicht. Deswegen, überfordern würde ich akzeptieren, zerstören nicht. Das Lager der Schröder-Kritiker innerhalb der SPD ist zwar stiller geworden in den vergangenen Jahren, doch das Verhältnis zwischen Partei und Altkanzler bleibt kompliziert. Am Ende ist das Verhältnis dieser beiden Pole, wenn man so will, von Romantik geprägt, auch von Missverständnissen, von Beleidigtheiten, wenn man so möchte. Beleidigungen jetzt nicht unbedingt, aber von Eingeschnapptsein, von mangelnder, tatsächlicher oder auch nur unterstellter Wertschätzung. Und ich glaube, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und darüber hinaus muss man ja auch feststellen, das Verhältnis zwischen Schröder und der SPD war ja auch während seiner Zeit als Kanzler nicht unbedingt von Eitel und Sonnenschein geprägt, sondern es war ja auch damals ein durchaus angespanntes und schwieriges Verhältnis bisweilen. Ich persönlich habe ihn deshalb bewundert, weil er wie kein anderer, den ich bis dahin in der Politik getroffen habe, jemand war, der den Mut hatte, Entscheidungen zu treffen, von denen er wusste, dass sie nicht nur anstoßen würden, sondern dass man sich nie sicher war, ob man sie politisch überhaupt in der Funktion überleben konnte. Ich fahre mit Gerhard Schröder nach Niedersachsen, in die Ortschaften Osterhagen und Talle, in Orte seiner Kindheit und Jugend, in denen er aufwuchs und die ihn prägten. Gerhard Schröder hat seine Herkunft, seine schwierige soziale Startposition selbst immer wieder thematisiert. Ohne das Wissen um diese Kindheitsprägung, ohne die Kenntnis der bittersten Armut, ist der Politiker und Bundeskanzler Schröder in seinem Wirken nicht zu verstehen. Herr Schröder, wir fahren ja jetzt zu dem Ort Ihrer Kindheit, Osterhagen. Osterhagen, wann waren Sie das letzte Mal dort? Das ist bestimmt 5-6 Jahre her, wenn nicht länger. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Ich habe einmal meinen Kindern den Ort gezeigt, wo ich im Grunde groß geworden bin und habe sie da rumgeführt. Wir waren sehr beeindruckt von der Kargheit, um es freundlich zu sagen, in der wir gelebt haben. In meiner Familie wäre keiner auf die Idee gekommen, es war auch von meiner Mutter nicht zu verlangen, eines ihrer Kinder aufs Gymnasium zu schicken. Außerdem kostete das Schulgeld und man musste die Fahrt in die nächste Stadt, 7, 8, 10 Kilometer, selber bezahlen. Das war überhaupt nicht drin. Der Ehrgeiz meiner Mutter und meiner Großmutter war Post- oder Bahnbeamter. Und ich habe ja mich bei der Bahn noch beworben. Und zwar für die Arbeiterlaufbahn, keineswegs für die. Aber das schien sicher zu sein. Ich bin dann durchgefallen
Und warum sind Sie durchgefallen? Weil ich praktisch das nicht konnte. Theoretisch war alles okay. Was außer fehlte praktisch? Praktisch haben die mir bescheinigt, ich hätte zwei linke Hände. Ja, also konnte, man musste so irgendwelche Dinge zusammenbasteln, die sich dann bewegten. Das war irgendwie außerhalb meines Vorstellungsvermögens und deswegen fiel ich da durch. Ist das auch heute so geblieben mit dieser praktischen? Ja, ich habe immer noch Schwierigkeiten. Also mein 8-jähriger Sohn ist im Zusammenbauen von Lego weit besser als ich. Das ist so geblieben, ganz merkwürdig. Als wir dem Ort seiner Kindheit ganz nahe sind, wird Schröders Tonfall plötzlich weicher. Auch die für ihn typische Härte scheint aus seinem Gesicht zu weichen. Hier diese Wälder haben wir natürlich gespielt ohne Ende. Ne? Ich meine, das ist ja ein wunderschöner Hof eigentlich. Ich weiß nicht, was da jetzt ist. Und ich finde, da drüben ist ein wunderschöner Fußballplatz. Ja, das, die Tore standen nicht, als wir hier waren. Aber das ist ja auch schon unglaublich lange her. Ne? Na, guck, da wohnen jetzt andere Leute. Ach, das ist die... Die Frau von dem Arnold Stopp, die stammt von einem benachbarten Bauernhof. Ich gehe die mal begrüßen, oder? Hallo. Ich wollte Sie nur begrüßen. Wir drehen hier einen Film über das, was ich so gemacht habe. Ja, hallo. Und, grüß Sie. Hallo. Tag. Hallo. Tag. Mensch, hat sich viel verändert, ne? Aber jetzt wieder bewohnt, ne? Ich war mal hier vor ein paar Jahren. Da wohnten noch die polnischen, wie heißen sie noch? Vladek. Vladek. Ja. Da ist sie, gibt's sie noch? Nee, die sind alle tot. Die sind alle tot? Ja. Aha, Mensch. Ja. Ja. So ist und Arnold auch, ne? Arnold ist auch tot. Ja. Oh ja, Mensch. Ja. Aha. Er ist schon mit 65 gestorben. Oh ja, okay. Elisabeth. Ja. Auch schon tot. Ach, das war die Schwester, ne? Ja. Wenn ich das richtig weiß. Ja. 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 Oh Mensch. Aha. Na gut, ich gehe nur mal zum Haus, wo wir gewohnt haben. Ne? Ja. Alles Gute. Ne? Ja, tschüss. Danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Das ist eine große Gabe, die Gerhard Schröder hat. Er kann sehr, sehr schnell sich auf Leute einlassen und sich in unterschiedlichsten Situationen auf unterschiedlichste Leute einstellen und ihnen ein Gefühl der Nähe geben. Selbst bei diesen Menschen, den er nie vorher gesehen hatte. Schröders soziale Aufstiegschancen standen schlecht. Der Vater fiel im Krieg, die Mutter ging putzen, war auf Armengeld angewiesen und brachte die Familie irgendwie durch. Anfang der 50er Jahre landete die Familie hier in Osterhagen als Untermieter in einem Gesindehaus. Gerhard war der ältere Bruder von 5 Geschwistern. Er musste mithelfen, die Familie durchzubringen. Er war ein guter Schüler. Doch das Geld für das Gymnasium fehlte. Am meisten überrascht ist man bei ihm, wenn er über sich persönlich erzählt. Und wenn man merkt, dass er Politiker und Sozialdemokraten nicht sozusagen der Karriere wegen ist, sondern weil das ganz viel mit seiner Biografie, seiner Kindheit und seinem Aufstieg zu tun hat. Und das sind so Momente, bei denen er sich öffnet und bei dem ein ganz anderer Gerd Schröder zutage tritt, als man ihn sonst so öffentlich erlebt. Wo sind wir hier? Wir sind hier also auf dem Stockschen Hof, wo ich sozusagen im Alter von zwischen 11 und 15, 16 gelebt habe. Dies ist das Haus des Bauern, war natürlich in einem besseren Zustand früher. Und der Garten, ein ziemlich großes Haus. Und wir haben dort gewohnt, im vorderen Teil. Und das nannte man früher die Leibzucht, das heißt, da wohnten die Mitarbeiter des Bauern, die frei wohnen durften, dafür aber schlecht bezahlt wurden. So war das nun mal auf dem Lande. Und dieser vordere Teil, in dem lebten wir, vielleicht kann man das am besten von da sehen. Hier lebten 2 Familien. Wie groß war die Familie zu dem Zeitpunkt? Da waren schon alle Geschwister da, wir waren 5 Kinder und meine Mutter. Ne? Und wir lebten hier in dem vorderen Teil. Aber nicht unten. Unten lebte ein polnisches Ehepaar, die beide jetzt gestorben sind. Und wir lebten oben in der ersten Etage. Da sind Fenster von der anderen Seite. Mhm. Und das Plumpsklo war da hinten. Ja. Er hat ja mal diesen Satz gesagt, ich weiß, wie es ist, Kit aus den Fensterfugen zu essen, so sinngemäß oder vielleicht sogar wörtlich. Diese Erfahrung hat ihn tatsächlich geprägt, stark geprägt. Ich glaube, er hätte nie eine andere
Partei sich wählen können als die SPD. Selbst wenn die SPD ganz oft mit ihm gefremdelt hat und den Eindruck hatte, das ist irgendwie gar nicht so richtig einer von uns. Aber diese Verwurzelung ist ganz stark da. Er hat deswegen, glaube ich, auch ein großes Gerechtigkeitsempfinden, auch wenn ihm das abgesprochen wird von denen, die seine Reformpolitik kritisieren. Und es war immer für ihn auch ein wichtiges Ziel, die Durchlässigkeit in der Gesellschaft zu verbessern, also dass es noch mehr Leute so schaffen können, wie er es auch geschafft hat in Deutschland. Stellen Sie sich mal vor, sein Ziel war es, Bundeskanzler zu werden. Das war sein Berufswunsch. Andere Kinder wollen Förster werden, nicht? Oder Bildermaler. Aber er wollte Kanzler werden, das muss man sich überlegen. Nicht? Wir hatten Rollschuhe und ich bin den Berg runter mit Rollschuhen gefahren zur Schule. Rauf war natürlich nicht, musste man dann bei Plackerei, musste man die Rollschuhe noch tragen. Ja. Aber runter, wir fahren ja nachher runterfahren nach Talle, war das klar. Hier haben wir natürlich wunderbar frei gelebt. Da hinten runter geht es dann zu der Bundesstraße. Und als ich in der Lehre war, musste ich von hier zu Fuß, das sind 2 Kilometer oder 3, jeden Morgen natürlich, 7:30 fuhr der Bus, da musste man hinlaufen. Ne? Wurde auch hier geschlachtet? Ja, sicher, hier wurde selber geschlachtet, nur das fiel bei den Bauern an, nicht bei uns. Ne? Schröder ist ja nicht müde geworden zu betonen, aus was für kleinen Verhältnissen er kommt. Ich glaube aber, dass Gerhard Schröder das nicht nur zufällig erwähnt hat. Natürlich erzeugt er damit immer auch, zumal innerhalb der Sozialdemokratie, auch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, dass das durchaus etwas ist, was auch strategisch von ihm eingesetzt worden ist. Aber nichtsdestotrotz hat er diesen Aufstieg bewältigt und das ist eine enorme Leistung. Und nötigte damals und auch heute vielen Leuten, auch mir, sehr, sehr großen Respekt ab. Kurz bevor wir weiterfahren nach Talle, in den Ort, in dem Gerhard Schröder seine größten Fußballtriumphe feierte, hat er noch eine Anekdote für uns parat. Nein, pass auf, vorige Woche laufe ich in Hannover von der Markthalle, kommt mir jemand entgegen, eine ältere Dame, und sagt, kennst du mich noch? Ja. Ich sage, entschuldige, nee. Du hast mich damals... Nein. Pass auf, und da war sie 14, ich 17, war wirklich, meine erste Freundin hieß Rosemarie. Und es gab damals ein Lied, das hieß Schwarze Rose, Rosemarie. So ein Schlager war das. Ne? Und die habe ich in Hannover wieder getroffen, habe ich natürlich nicht erkannt. Sie mich schon, aber doch nicht, wir waren harmlos befreundet. Ne? So die erste Anbetung. Und Hoberg, müssen Sie kennen. Ne? 1961 hatte er eine Jugendfreundin, ich auch. Zufällig hatten wir die Zwillinge, waren das, die Hobers-Zwillinge. Er hatte Rosemarie, ich hatte Ingrid damals als Freundin. Und beide habe ich jetzt getroffen und ich habe natürlich keine Vorstellung davon. Aber dann erinnere ich mich und man konnte dann doch noch was Ähnlichkeiten entdecken. Ich meine, die müsste jetzt auch fast 67 sein. Ne? Was für eine Beziehung war das? Oh, das war eine harmlose, wirklich in jeder Hinsicht harmlose. Also es wird aber nichts offenbart. Tschüss. So. An sich war so ein stiller Typ, ne? Also nicht so, dass so einer, der wenn eine Frau da saß, darauf zuging und sie aufforderte. Er war lieber so ein Kumpeltyp. Ne? Er war lieber einer, der mit uns war und mit der Frau. Das ergab sich nachher so, immer so. Ne? Also ich habe mich auch gewundert mit seinen Frauen. Also gut, dass er jetzt so, aber manchmal hat man keinen Einfluss darauf, ne? Was im Leben so passiert mit den Frauen. Ne? Frau Schröder-Köpf, als Sie Ihren Mann kennengelernt haben, hat er noch den Ruf eines Machos gehabt. Wie war er? Ja, das ist schwer zu sagen. Also auf der einen Seite irgendwie sehr romantisch und sehr zugewandt und sehr aufmerksam. Auf der anderen Seite musste sich alles seinem politischen Amt, seiner Tätigkeit unterordnen. Weil Sie das eben sagten mit romantisch auf der einen Seite, können Sie das beschreiben? Ja, er hat wahnsinnig viele Geschenke gemacht, auch nicht unbedingt meinem Geschmack entsprechend. Aber er hat sich da auch viele Gedanken gemacht, hat mir jahrelang langstielige Baccarat-Rosen geschenkt, obwohl ich die gar nicht mag. Aber er fand das eben schön und hat mich damit beglückt. Ich glaube, dass Gerhard Schröder immer in diesem inneren Widerspruch lag. Dass er auf der einen Seite die Lebensleistung seiner Mutter und damit auch von Frauen ungeheuer geschätzt hat,
Das unterscheidet ihn von einigen anderen Machos. Ja. Also von daher war das wirklich so ein, ich würde sagen, immer zwei Seiten. Das war auf der einen Seite, dass er das wirklich geschätzt hat und auf der anderen Seite eben aber auch sozusagen ein Mann seiner Generation war. Das stimmt schon, das stimmt schon, ein Mann seiner Generation. Er ist kein Macho, er hat überhaupt nichts damit zu tun. Er ist ein Mann, das ist was ganz anderes. Und ich mache so einen großen Unterschied, ne? Ich habe mich mit Renate und Ulla Schmidt, Heidemarie Wiezorek-Zeul und Edelgard Buhlmann verabredet. Sie alle waren Ministerin unter dem Kanzler Schröder. Um ihre Position als Frauen gegenüber den männlichen Kollegen besser vertreten zu können, trafen sich die Ministerin regelmäßig vor den Kabinettssitzungen zu einem sogenannten Hexenfrühstück. Was ist das Hexenfrühstück? Also ich habe seinerzeit im Kabinett festgestellt, dass wir zwar viele Frauen waren, wir waren eine Staatsministerin und sechs Ministerinnen, aber dennoch war es so, dass eigentlich die Männer, wenn eine von uns Frauen im Kabinett irgendetwas zu berichten hatte, entweder ungeduldig wurden oder hat sich ungeduldig geräuspert oder die Männer blätterten in ihren Unterlagen so nach dem Motto, hoffentlich wenden wir uns bald wieder den wichtigen Dingen dieser Welt läufte zu. Das ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich sagen, denn so viele Unterlagen hatte ich gar nicht. Ich hatte das meistens im Kopf. Ja, wie haben Sie den Damen denn das Leben so schwer gemacht? Überhaupt nicht. Also ich glaube, dass ich sehr kollegial mit sowohl mit den Ministern als auch mit den Ministerinnen umgegangen bin. Ich hatte das zu lernen, gar keine Frage, aber ich habe es gelernt. Es waren ja drei Alpha-Tiere im Kabinett. Das war Gerhard Schröder als Kanzler, das war Otto Schily und das war Joschka Fischer. Ja. Und natürlich versuchten die drei immer, das auch zu dominieren. Wir haben also immer gefrühstückt im Raum von der Christina Weiß. Ja. Und dann haben wir also da oben eben geredet und kamen dann gemeinsam, alle sieben, gemeinsam runter. Und das hat schon das zu erschreckend geführt. Das war gewöhnungsbedürftig. Ja. Ja. Was habt ihr denn jetzt da wieder gemacht? Und dann hat, glaube ich, der Wolfgang Clement oder der Hans Eichel, einer von den beiden, hat also dann den Begriff Hexenfrühstück geprägt. Es ging wirklich darum, dass wir insgesamt unsere eigene Politik, und das sage ich jetzt wirklich, es gilt ja für uns alle vier, wirklich auch gut durchsetzen konnten im Kabinett. Und man sich dann gegenseitig auch gelegentlich unterstützt, wenn dann einer ein blödes Gesicht macht oder eine abfällige Bemerkung, dass es nicht nur immer auf einer Person hängen bleibt. Das ist schlecht. Ne? Und jetzt auch von der Art der Reaktion, dass mal, wenn jemand was Abwertendes oder sich abwertend verhalten hat, wir füreinander dann eingestanden sind. Das war auch ganz wichtig als Erfahrung, dass das nicht einfach so ging, dass die männlichen Kollegen das alles unter sich regeln konnten. Ja. Gut, das habe ich nicht so wahrgenommen, aber gut, ich finde, dass wir alles in allem einen durchaus kollegialen Führungsstil geübt haben. Wenn das ein oder andere zu viel Basta war, na gut, damit muss ich halt leben. Kann ich aber auch. Ist Geduld eine Ihrer ausgeprägten Eigenschaften? Bedauerlicherweise nicht. Können Sie das ein bisschen näher beschreiben? Nein, das kann ich nicht näher beschreiben. Ich bin sehr ungeduldig, weil ich auf Schnelligkeit Wert lege. Und deswegen kann es manchmal zu Ungerechtigkeiten kommen in der Zusammenarbeit mit Menschen, mit denen ich arbeite, aber auch mit Menschen, die ich liebe. Als der Kanzlerkandidat Schröder 98 in der Bundestagsfraktion erzählte, wer für Frauenpolitik zuständig sein sollte, sprach er von Familie und Gedöns. Was haben Sie da gedacht, Frau Buhlmann? Also wir haben fast alle Frauen, im Übrigen auch eine ganze Reihe von Männern, hat wirklich reagiert. Wir haben das nicht nur stillschweigend hingenommen, sondern da gab es wirklich nicht nur kräftiges Gemurmeln, da gab es Protest. Das war auch richtig, weil das hat er auch gemerkt und hat es dann in dieser Form auch nicht nochmal wieder gesagt, jedenfalls nicht so, dass wir das hören konnten. Er war eben so manchmal sehr spontan und das haben wir ja ein paar Punkten immer mal erlebt und dann hat er nachher gemerkt, das kommt auch nicht so gut, man muss da schon, sowas kann man als Kanzler nicht sagen, das kann man vielleicht mal so sagen, fällt mir gar nicht ein, was da noch alles drin ist, aber als Kanzler nicht und das hat er dann gesehen und das hat er auch nie wieder so wiederholt. Also er ist, glaube ich, immer ein Macho geblieben, er würde dem auch bestimmt nicht widersprechen. Ich glaube nicht zwingend, dass die Ministerinnen oder die Spitzenpolitikerinnen der SPD
sein Bild da wirklich verändert haben. Ich glaube, dass es Doris Schröder-Köpf war, die sein Frauenbild verändert hat, die es geschafft hat, sein Frauenbild ein Stück weit zu verändern. Frau Schröder-Köpf, was bewundern Sie am meisten an Ihrem Mann? Ja, dass er eine ganz klare Haltung zu vielen Sachen hat, sehr mutig ist und dann auch bei seiner Haltung bleibt, wenn es wehtut oder wenn es ihm auch aktuell und effektiv schadet. Und das finde ich schon bewundernswert, weil ich kenne ganz viele, die nicht so heldenhaft da sind. Und das mag ich sehr gerne. Also ich könnte mal auch so sagen, das ist das Gegenteil von Waschlappen. Gerhard Schröders historische Leistung als Kanzler stellt heute kaum jemand in Frage. Es gibt zwei Einträge ins Geschichtsbuch, die mit der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder verbunden sind. Erstens das kategorische Nein zum Irakkrieg, damals sehr umstritten, hat ihn auch nicht beliebt gemacht, natürlich beim amerikanischen Präsidenten, hat diese Partnerschaft mit den USA stark belastet, war trotzdem richtig, wie sich später erwiesen hat. Und zum Zweiten die Agenda 2010, mit der er in Deutschland Reformen durchgeführt hat, um die uns heute viele Länder in Europa und nicht nur da beneiden. Ich bin mir ganz sicher, hätten wir nicht in dieser Situation damals, in der Zeit der größten wirtschaftlichen Krise, in der sich Deutschland nach der deutschen Einheit befand, hätten wir nicht in dieser Situation einen Gerhard Schröder als Kanzler gehabt. Wir würden heute anders und weitaus schlechter dastehen. Deshalb, ich bewundere ihn wegen dieses Mutes und ich wüsste nicht, wer ihn sonst in dieser Zeit gehabt hätte. Als Gerhard Schröder unmittelbar nach der Wahlniederlage 2005 in die Wirtschaft wechselt, der Altkanzler bastelt an seiner beruflichen Zukunft. Er übernimmt den und einen Posten in der Nord Stream AG annimmt, die mehrheitlich der russischen Gazprom gehört, legt sich ein Schatten auf seinen Glanz. Es stelle sich deshalb die Frage, ob Schröder noch während seiner Amtszeit eine Vereinbarung zu diesem Aufsichtsratsposten getroffen hat. Wenn Sie das Amt verlieren und so hart darum gekämpft haben, wie ich 2005 es ja getan habe und es im Übrigen so knapp war, dann schlägt das schon Wunden, gar keine Frage. Und es ist entscheidend, dass Sie nicht in ein tiefes Loch fallen und dann durch die Gegend laufen und nichts mit sich selber anzufangen haben. Also die Tatsache, dass ich diesen Aufsichtsratsvorsitzenden der Pipeline-Gesellschaft übernommen habe und die Tatsache wiederum, dass das so heftig kritisiert worden ist und ich darauf zu reagieren hatte, hat dann so ein Stück auch, ja, wie sagen, Kontinuität bedeutet in der Auseinandersetzung und in der Fähigkeit, sich auseinanderzusetzen. Als Schröder 2005 den Aufsichtsratsposten bei Nord Stream annimmt, steht sofort der Verdacht von Kungelei im Raum. Seine Freundschaft zum russischen Präsidenten Putin hat seit dieser Zeit einen Beigeschmack. Der Altkanzler hatte das milliardenschwere Pipeline-Geschäft während seiner Amtszeit selbst eingefädelt, dank der sehr guten Beziehungen zum russischen Präsidenten Putin. Wenn man während eines politischen Mandats wirtschaftliche Aufgaben übernimmt, ist Transparenz wichtig. Die Wählerinnen und Wähler müssen wissen, ob es und wo es mögliche Interessenkonflikte geben könnte. Wenn man das nach einem politischen Amt macht, dann ist es doch wichtig, eine gewisse zeitliche Distanz zu haben, damit nicht der Eindruck entsteht, man habe vielleicht am Ende seiner politischen Tätigkeit ein paar wohlwollende Entscheidungen getätigt oder mit beeinflusst, damit der Einstieg hinterher leichter fiele. Und diese Diskussion gibt es seit dem Schröder-Wechsel zu Gazprom. Und ich weiß nicht, so eine richtige Lösung haben wir bis heute dafür nicht gefunden. Es ist auch ein bisschen eine Frage von Stil und Stilempfinden, wie der einzelne Politiker das macht. Man denkt immer an Putin und Gazprom. Das ist man muss sagen, Schandfleck, der auf ihm liegt. Und ich finde es wahnsinnig bedauerlich. Ich glaube, dass das auch sehr stark in der ganzen Öffentlichkeit so wahrgenommen wird. Und ich finde, damit hat er sich auch sehr viel so das Ansehen der rot-grünen Koalition ein bisschen verdorben. Also das Erbe so ein bisschen verdorben. Können Sie denn die Kritik verstehen, dass Sie nicht genügend Distanz und Abstand haben aufkommen lassen? Ja, ich kann die Kritik verstehen, aber ich halte sie für falsch. Denn wie soll das gehen? Wollen wir wirklich Leute, die vorher und nachher nichts anderes anfangen können als Politik? Oder wollen wir Leute, die Politik
und Politik in hohen in Spitzenämter immer nur auf Zeit vergeben machen, die danach aber zurück können in ihren Beruf, was ja zum Beispiel für einen Techniker noch schwieriger ist als für einen Juristen. Und insofern glaube ich, dass die Kritik nachvollziehbar ist. Sie hat mich aber nicht berührt. Ich sage es noch einmal, es ist mein Leben und nicht das Leben der anderen, um einen Filmtitel zu bemühen. Es gibt immer ja verschiedene Wege, die man einschlagen kann. Herr Schröder hätte genauso gut zum Beispiel sich in einer Stiftung engagieren können, die sich zum Beispiel für die Stärkung der russischen Zivilgesellschaft einsetzt. Wäre sehr, sehr wichtig gewesen für das Fortkommen der Demokratie. Das hätte mir sehr viel besser gefallen. Als Bundeskanzler AD, Anwalt, Vortragsreisender und Lobbyist pendelt Gerhard Schröder heute zwischen seinen Büros in Berlin und Hannover. Dort hinter seinem Schreibtisch reiht sich die Riege der bundesdeutschen Kanzler. Schröders Bild belegt den vorerst letzten Platz. Da hängen alle die, die es nicht mehr sind. Wenn ich richtig informiert bin, ist Frau Merkel noch Kanzlerin. Und sie wird einen Platz finden, wenn sie aufgehört hat, Kanzlerin zu sein. Und vorher nicht. Ihn interessiert, welches Bild man von ihm haben wird in 10, 15 Jahren in der Reihe der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und dort wird er eingeordnet werden nach Helmut Schmidt als derjenige, der als Machertyp tatsächlich etwas durchgesetzt hat, woran andere gescheitert werden. Bedeutend sind, glaube ich, Brandt und Schmidt, Konrad Adenauer auf seine Weise und Helmut Kohl auch auf seine Weise, seine Bemühungen innerhalb wegen der Einheit waren schon bedeutend. Ich denke, dass Erhard eher als Wirtschaftspolitiker denn als Bundeskanzler in die Geschichte eingehen wird. Und über Kiesinger wird man nicht viel reden. Das denke ich schon so. Und das andere ist offen. Weil wir leben ja noch. Wenn man bedenkt, dass sein Lebenswunsch war, Kanzler zu sein und jetzt nicht mehr zu sein, das müsste eigentlich Veränderungen hervorrufen. Das hat ihm nicht verändert, ich glaube, weil er in seinem Bewusstsein, in seinem ganzen Sein Kanzler geblieben ist. Und die Leute sehen ihn ja auch als Kanzler. Sie sehen ihn ja nicht als Geschäftsmann oder als Vortragenden, sondern sehen ihn immer, wenn er irgendwo ist, ist er der Kanzler. Er ist also, glaube ich, nie aus dieser Rolle irgendwie entkommen. Ende Juli in der Marktkirche in Hannover. Der Altkanzler ist geladen, eine Bürgerpredigt zu halten. 800 Gäste sind gekommen. Gerd Schröder wird von der Kanzel sprechen und anschließend gemeinsam mit der Pastorin das Abendmahl reichen. Meine Damen und Herren, aber vor allem liebe Gemeinde, nun ist das gesprochene Wort sicherlich nichts, was mir als ehemaligen Politiker fremd ist. Aber eine Predigt, das ist doch etwas Außergewöhnliches, gerade auch für mich. Liebe Gemeinde, Erhard Eppler hat einmal treffend gesagt, Politik ist an der Grenze dessen angesiedelt, was Menschen leisten können, ohne Schaden zu nehmen an ihrer Seele. Und ich kann hinzufügen, dass diese Grenze auch gelegentlich überschritten wird oder besser überschritten werden muss. Ja, meine Seele hat im politischen Leben Schaden genommen, und zwar nicht, weil es um mein persönliches Schicksal ging, sondern weil in meinen Händen das Schicksal und das Leben anderer Menschen lagen. Meine Seele hat im politischen Leben Schaden genommen. Wo hat sie denn Schaden genommen? Naja, ich habe versucht, das zu erläutern. Relativ einfach sind Entscheidungen, wo Sie Nein sagen, wenn sie auch schwierig durchsetzbar und schwierig vermittelbar sind. Also die Irakkrieg-Entscheidung, das Nein dazu, ist unproblematisch für einen selber, weil man ja verhindert, dass Menschen in eine Situation geschickt werden, in der sie auch sterben können. Wirklich schwerwiegend sind für einen verantwortungsbewussten Politiker war jedenfalls für mich die Entscheidung, die mit dem Tod und dem Leben von Menschen zu tun hat. Die Beteiligung der Bundeswehr an den Kampfeinsätzen im Kosovo und in Afghanistan waren die schwierigsten Entscheidungen in meinem ganzen politischen Leben.
Und ich frage mich oft und tue das auch hier öffentlich, habe ich dabei Schuld auf mich geladen? In einer solchen Entscheidungssituation muss man sich auch klar machen, dass auch der, der nicht handelt, Schuld auf sich laden würde. Nicht zu handeln würde womöglich zu noch größerer Schuld führen, der Schuld unterlassener Hilfeleistung für bedrängte Menschen. Was ist Ihr Gottesbild? Glauben Sie an Gott? Ich würde gerne, ich will es mal so sagen. Warum fällt es so schwer? Naja, weil ich Zweifel habe und das zu mir gehört. Und ich bin mit der Auseinandersetzung nicht fertig. Wenn Sie an die Endlichkeit der Dinge und des Lebens denken, was für Gedanken haben Sie? Das tue ich ja nicht, sondern einstweilen verdränge ich das noch. Aber ich weiß, dass ich mich mit dem auseinandersetzen muss, das ist mir schon klar. Aber im Moment lebe ich noch. Wie geht das Verdrängen? Geht gut? Das geht gut. Das geht gut. Fußballstadion Hannover. Gerhard Schröder auf dem Weg zum Bundesligaspiel Hannover 96 gegen Werder Bremen. Diesmal hat er seinen Sohn Gregor dabei. Schröder bittet uns, die Privatsphäre seines Sohnes zu respektieren und ihn nur von hinten zu filmen. Die Fußballloge teilt sich Schröder mit 4 fußballbegeisterten Freunden. Alle erfolgreich, alle bestens vernetzt. Ein Rocksänger, ein ehemaliger Bundeskanzler, ein Parteifreund, ein Neurobiologe und ein Bauunternehmer. Ist ja nicht nur der Sport, der uns verbindet. Es ist ja auch, dass man diesen gemeinsamen Freundeskreis, dass man sich ja auch durch den Fußball, dass man sich halbwegs regelmäßig dann dadurch auch sieht, sich ein bisschen austauschen kann. Und aber natürlich steht der Sport und der Spaß dabei im Vordergrund. Gerhard Schröder lebt mit seiner Frau Doris, deren Tochter und den 2 gemeinsam adoptierten Kindern hier in Hannover. Seinen Sohn nimmt er regelmäßig mit zu den Spielen. Wenn Sie jetzt ins Fußballstadion gehen und Ihren Sohn mitnehmen, was ist das? Ist das so gelebtes Familienleben? Ja, das ist Teil. Er ist Gott sei Dank ein guter Fußballspieler und auch interessiert. Aber ich muss viel im Garten immer noch spielen. Und er jault, wenn ich ihn einmal faule, weil er so schnell ist. Kann ich mich häufig nicht anders wehren. Und dann kriege ich schwer Ärger. Mein Mann hatte früher mit den familiären Angelegenheiten gar nichts zu tun. Er hat jetzt natürlich tiefere Verbindungen zu dem Alltag der Kinder, kennt auch die anderen Eltern, ist auch mal bei einem Elternabend und besorgt auch mal ein Geburtstagsgeschenk für irgendeinen Kindergeburtstag oder also organisiert dann, was weiß ich, das Kegeln oder also ist einfach da irgendwie mehr tätig. Jetzt ist es durchaus so, dass Kinder aufwachsen zu sehen, ihre Entwicklung mitzubekommen, schon eine hochinteressante Angelegenheit ist, etwas, was sehr befriedigend ist. Und wenn man dann auch noch die Möglichkeit hat, das eine oder andere dafür zu tun, ist das schon eine neue Dimension im Leben auch, die ich genieße. Das war am Anfang natürlich schwieriger. Er war zum Beispiel gewöhnt, dass immer, wenn er fertig war mit Essen, das dann zu Ende war. Also dann ist er aufgestanden und wollte dann irgendwie auch gehen oder wurde unruhig. Und das ist natürlich in der Familie nicht so. In der Familie, die Kinder lassen dies liegen, stochern da drin rum und dann ist das so, dass man halt länger braucht auch. Ne? Und dann ist das Essen nicht dann beendet, wenn der Chef fertig ist. Ne? Weil einen Chef gibt es da in dem Sinne ja nicht. Wo liegen denn möglicherweise die Vorteile des späten Vaterseins? Die liegen, glaube ich, darin, dass man mit Lebensbereichen beschäftigt bleibt, die man ja sonst hinter sich lassen würde. Also die ganze Frage, wie sieht heute Schule aus? Wie organisiert man das? Das ist ja wichtig. Was ist in Fragen von Erziehung von Bedeutung? Da bin ich immer noch ein Lernender. Weil ich bin zu gutmütig.
Ich sag zu wenig Nein, das ist das Problem. Ich fahre mit Gerhard Schröder nach Talle. Hier hat er als Jugendlicher und auch später während seines Jurastudiums in Göttingen unter dem Kampfnamen Acker seine größten Fußballerfolge gefeiert. Können Sie denn mal beschreiben, was Sie für ein Spielertyp waren? Ich hatte einen großen Vorteil. Wir hatten technisch versiertere Leute. Ich konnte damals 100 Meter in 10,8 laufen und war also einfach schnell, war ein sehr guter Kopfballspieler. Und das war meine, wir hatten ja eine Mannschaft, die war ja anders als früher. Wir hatten hinten ein paar ordentliche Maurer, die kräftig waren, an denen so schnell keiner vorbeikam. Und die knallen die Bälle nach vorne und dann hinterher. Also unser Niedergang begann, als wir einen Trainer kriegten, der uns sozusagen Spielkultur beibringen wollte. Das war aber nicht unsere Sache, Spielkultur, sondern unsere Sache war halt Kick and Rush, würde man das in England nennen. An der Legendenbildung seiner frühen Fußballerfolge hat Gerhard Schröder immer kräftig mitgewirkt. Als wir auf dem Platz in Talle stehen, weiß er als Medienprofi genau, was von ihm erwartet wird. Aber nur einmal, ne? Dann muss ich die Schuhe putzen. Pass auf. War eine Flanke für einen Kopfball. Du kannst dich ja mal ins Tor stellen und mal gucken, ob wir einen Elfmeter kriegen. Plötzlich sind wir nicht mehr beim Sie. Ich ahne, dass ich es jetzt mit der Fußballlegende Acker zu tun bekomme. Oh nee, da geht's nicht. Da oben. Hier ist zu nass. Guck. Stell mich ins Tor da drüben. Ja. Komm her. Oh Gott, ist das steil. Einen müssen wir noch. Knappe Kiste, ne? So, jetzt. Gut. Sehr gut. Ist aber auch ein hübscher Platz, ne? Was er verspricht, hält er. Wenn sie sich verabredet sind, tut er das. Wenn er sagt, ich mach das, dann tut er das. Also er ist immer ein Mann gewesen, selbst als Kanzler, mit all seinen Terminen und all seinen Geschichten. Also was er Freunden verspricht, das hat er immer gehalten. Er nahm sich die Zeit, für Freunde und er hielt seine Versprechen. Wie viele echte Freunde haben Sie? Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, 2, 3, 4. Was macht einen Menschen für Sie interessant, dass er irgendwie zum Freund taugt? Dass er was Eigenes ist, dass er Charakter hat und dass er auch widerspricht. Also ich könnte nicht mit Menschen befreundet sein, die sozusagen langweilig sind. Oder die Sie ausschließlich bejubeln? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch relativ gering, dass man solche findet, die das ausschließlich tun. Wenn irgendjemand mal geschrieben hat, der Kanzler ist Fan der Scorpions, das stimmt auf keinen Fall. Also wir sind befreundet, aber er ist ganz sicherlich weit davon entfernt, ein Fan zu sein. Aber die Musik, die er wirklich mag, das ist so, wo wirklich sein Herz aufgeht, das ist Rudi Schurike und das legendäre Capri Fischer. Da geht sein Herz auf. Das ist eine richtig schöne Schnulze. Und das hat eine eigene Geschichte. Ich habe das mal gehört, da geht es ja um die rote Sonne, die im Meer versinkt. Also nicht, dass das nun wirklich mein Musikgeschmack wäre. Aber ich fand das witzig wegen des Textes und auch wegen dieser soften Melodie. Und dann habe ich irgendwann mal als Kanzler noch öffentlich gesagt, das sei eine der schönsten Schnulzen, die ich kenne. Dann schrieb mir eine der Hinterbliebenen von Schurike, das wäre ja wohl eine Frechheit. Wenn bei Capri die rote Sonne mehr versieht und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blieb. Er ist zu vertrauensselig, würde ich sagen. Er vertraut zu schnell zu vielen, weil er geliebt sein will. Er will lieben und er will geliebt sein. Und das macht ihn verletzlich.
Und das haben die Leute eben meiner Meinung nach auch teilweise weitlich ausgenutzt und haben seine Großzügigkeit dann eben bösartig interpretiert und das dann als Schwäche empfunden. Und das ist falsch. Politisch ist das schon so, dass er auch dann an bestimmten Kontakten, Beziehungen oder so festhält, wenn Menschen auch sich nicht als diejenigen herausgestellt haben, für die man sie gehalten hat. Nehmen wir mal Wladimir Putin. Den meinte ich aber gerade ausdrücklich nicht. Aber er ist doch ein gutes Beispiel. Nein, das finde ich nicht. Nicht? Nein. Das müssen Sie mir jetzt erklären. Nein. Den meinte ich ausdrücklich nicht. Dann lassen Sie uns ein bisschen über Wladimir Putin reden. Was verbindet Sie? Was macht diese Freundschaft aus? Ich weiß nicht. Sie ist entstanden einfach in der Zeit, als ich ihn erlebt habe in seiner ersten Präsidentschaftsperiode. Ich habe ihn erlebt als einen außerordentlich verlässlichen Menschen, auf dessen Wort in jeder Hinsicht man vertrauen konnte. Wir hatten unterschiedliche Interessen, auch damals schon. Die wurden ausdiskutiert. Und wenn es einen Kompromiss gab, wurde der genommen. Wenn nicht, dann blieb man eben bei den unterschiedlichen Positionen. Daraus ist auch eine menschliche Verbindung entstanden, die man durchaus Freundschaft nennen kann. Aber das hat doch in keiner Weise dazu geführt, dass die Interessenunterschiede, die wir für unsere beiden Länder wahrzunehmen hatten, etwa verschüttet worden wären. Es war nur einfacher, miteinander umzugehen, weil man einander vertraute. Und das ist geblieben. Sie würden von Freundschaft sprechen? Ja, ja, durchaus. Im April 2014 reist Gerd Schröder nach St. Petersburg zu einem Empfang der Nord Stream AG. Es ist auch eine nachträgliche Feier zu seinem 70. Geburtstag. In der Ukraine werden zur gleichen Zeit unter anderem auch deutsche OSZE-Beobachter als Geiseln gehalten. In Amerika und Europa verhängt man wegen der Krim- und Ukraine-Krise erste Sanktionen gegen Moskau. In dieser politisch schwierigen Zeit stellt Schröder seine Freundschaft zum russischen Präsidenten demonstrativ zur Schau. Geburtstagsfeier Ende April. Wäre es geschickter, klüger gewesen, nur im Verborgenen zu Wladimir Putin zu gehen? Schauen Sie, das ist doch nicht meine Sache. Es war so, das war eine Geburtstagsfeier, die diese Pipeline Company veranstaltet hatte. Und der russische Präsident kam extra aus Moskau nach Petersburg geflogen. Das gehört sich doch einfach so, dass man einen Freund dann auch vor der Tür empfängt. Sollte ich denn so tun, als wenn er durch die Hintertür kommen müsste? Nein. Und wir haben uns immer so begrüßt und das bleibt auch so. Von daher, das ist einer jener Punkte, wo ich mir nicht vorschreiben lasse, was ich zu tun und zu lassen habe. Ein Kanzler und zumal ein Medienkanzler ist nie ein Privatmann. Das gilt auch nach Ende seiner Kanzlerschaft. Und Gerhard Schröder hat sich ja auch nicht ins Private zurückgezogen. Er hat wichtige Rollen auch in der Wirtschaft noch inne. Er ist im Kontakt mit sehr einflussreichen Politikern, die heute noch im Amt sind, wie eben Wladimir Putin. Es hat öffentliche Gesten gegeben, wie sehr herzliche Umarmungen in St. Petersburg. Und das ist in der Situation ein falsches Signal gewesen. Diese Freundschaft zu Wladimir Putin ist eine ganz tiefe, ganz offensichtlich. Und deswegen hat er sich da auch nicht davon abbringen lassen, seinen Geburtstag da auch noch mal mit Putin zu feiern, in einer ganz, ganz heiklen, schwierigen Situation. Mir hat diese Sause jetzt nicht so viel Kopfzerbrechen bereitet wie manch anderen. Es war natürlich provokant. Seit ungefähr 15 Jahren pflegen Gerhard Schröder und Wladimir Putin eine intensive, manchmal fast demonstrativ öffentlich geführte Freundschaft. Man verknüpfte schon früh politische und familiäre Anlässe, besuchte sich gegenseitig, oft auch mit der Familie. Ich habe das Gefühl, dass sie das gleiche Schicksal gehabt haben. Ich war ja an seinem 60. Geburtstag in Hannover, wir vom Thaler Sportverein hatten eine Einladung bekommen. Ich habe dann auch ein kleines Grußwort gesprochen. Und da hat Herr Putin ja eine Rede gehalten auf Deutsch. Und er hat damals gesagt, dass sie das gleiche Schicksal haben, beide Väter im Krieg gefallen.
Und ich erinnere mich noch an die Rede, dass er gesagt hat, solange wir Freunde bleiben, gibt es keinen Krieg mehr zwischen Deutschland und Russland. Das war damals eine sehr persönliche Rede und das habe ich jetzt schon häufig erwähnt in dieser Situation. Das ist eine Männerfreundschaft, die aber eine ganz andere Dimension hat. Und das sehe ich auch heute noch so, dass auch Wladimir Putin diese gleiche Wert auf die Freundschaft legt wie Gerhard Schröder. Man darf sich so eine Freundschaft sicherlich auch so vorstellen, wie wir privat auch Freundschaften pflegen. Dass sie eben auf dieser Ebene und mit der öffentlichen Beachtung und natürlich auch mit dem, was Schröder selber jetzt sagt, was man daraus machen könne, dass man sie dann doch eben anders bewertet. Und natürlich fällt einem dann auch ein bisschen auf die Füße, was der Freund so macht. Das ist ja privat auch so. Wird man auch darauf angesprochen, hör mal, du kennst den doch gut, hast du denn gehört, was der da jetzt gerade angestellt hat? Red doch mal mit dem. Und dann macht er das weiter und dann, du hast aber komische Freunde. Und so geht Schröder jetzt. Du hast aber komische Freunde. Was ist denn heute die Qualität dieser Freundschaft? Es hat sich nichts verändert. Außer, dass wir natürlich niemals über deutsche Politik sprechen, weil das verbietet sich einfach auch aus Respekt vor denen, die das jetzt verantworten müssen. Niemals gegenüber anderen über Charaktere und über Dinge, die niemanden in der Politik etwas angehen, sondern wir sehen uns 2-3 Mal im Jahr maximal und dann wird über alle möglichen Dinge geredet, über Eishockey, über Fußball, über was auch immer, gelegentlich natürlich auch über Fragen, die mit Politik zusammenhängen, prinzipielle Fragen, aber nie über Fragen, die unmittelbar in der Entscheidungsfindung sind. Sie wollen mir jetzt weismachen, dass Sie in den letzten Monaten, bei den letzten Treffen mit Wladimir Putin nie über die Situation der Ukraine gesprochen haben? Ich habe ihn jetzt längere Zeit nicht gesehen. Aber wenn das der Fall gewesen wäre, hätten wir sicherlich auch darüber gesprochen. Warum fehlt Ihnen da so eine kritische Distanz zu Wladimir Putin? Warum soll ich eine kritische Distanz haben zu jemandem, dessen politische Entscheidungen ich nicht unbedingt teile? Ganz im Gegenteil. Das betrifft das eine oder andere in der aktuellen Situation ebenso wie zum Beispiel die Frage, wie geht man mit Homosexuellen in der Gesellschaft um? Da haben wir ganz deutliche Unterschiede, gar keine Frage. Und wenn darüber gesprochen wird, werden diese Unterschiede auch deutlich. Warum denn nicht? Aber jenseits dessen, finden Sie denn Menschen nur interessant und einer Freundschaft würdig, die Ihrer Meinung sind? Das wäre doch merkwürdig. Freundschaft lebt von Auseinandersetzung. Eben auch. Das ist Qualität. Aber von einer fairen Auseinandersetzung und einer, die sich nicht öffentlich vollzieht. Ja. Das ist auch wichtig. Was würden Sie ihm denn sagen zur Interventionspolitik Russlands in der Ukraine? Das ist es ja genau. Wenn ich das jetzt in einem Film sage, dann verliere ich doch die Möglichkeit, es ihm zu sagen. Es irritiert Sie nicht, dass er keine Distanz zu der jetzigen Politik von Wladimir Putin aufnimmt? Das wissen Sie doch gar nicht, ob er die Distanz aufnimmt oder nicht. Aber das ist doch auf jeden Fall sehr klug im Sinne von, dass man auch ja schauen muss, dass man Kontakte hat, Probleme lösen kann überhaupt noch. Ne? Dass man bestimmte Sachen nicht öffentlich macht. Es gibt ein Phänomen, was ich nicht verstehe und was nicht reduziert ist nur auf die Figur Gerhard Schröder, sondern mit Sicherheit auch auf die Figur Helmut Kohl. Und das ist das Phänomen, dass starke Kanzler nach dem Ende ihrer Amtszeit plötzlich ein Element der Sturheit aufweisen, wo der Großteil der Öffentlichkeit sagt, das verstehe ich jetzt nicht. Der eine weigert sich auf fast schon pubertäre Art und Weise die Namen von Spendern zu veröffentlichen und preiszugeben. Und der andere verfolgt mit einer fast schon pubertären Sturheit einen Freundschaftsbegriff zu Wladimir Putin, den man auch ganz anders pflegen kann, diese Freundschaft, ohne sie sozusagen derart in der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen und sich den ganzen Ärger einzuhandeln. Warum und wieso das so stattfindet, weiß ich nicht. Das hinterlässt mich, aber auch viele andere Leute komplett ratlos. Er hat ja den Zugang zu Wladimir Putin. Er muss mit ihm sprechen, sehr deutliche Worte sagen. Vielleicht hat er das ja sogar hinter verschlossenen Türen gemacht. Aber er muss auch öffentlich deutlich machen, wo die Grenzen sind. In der Ukraine kommt es zu schweren Menschenrechtsverletzungen. Es gibt gravierende Vorwürfe auch gegen Russland, die Situation dort anzuheizen. Dort kommen Menschen zu Tode, dort wird gefoltert. Journalisten können nicht frei arbeiten. Da wäre es angezeigt, dass Herr Schröder da
stärkere Worte findet, auch in der Öffentlichkeit, wenn er mit Herrn Putin zusammentrifft. Wenn ich an Clinton denke, an Carter, die sind nach ihrer Zeit als Präsident, als Vermittler in schwierigen Konflikten aufgetreten. Wo ist Gerd Schröder als Vermittler in diesem Konflikt Europa und die Ukraine und Russland? Schauen Sie, Sie können vermittelnd nur auftreten, wenn Sie dazu gebeten werden, von der einen oder anderen Seite. Da das nicht der Fall ist, müssen Sie sich einfach raushalten und sagen, ich habe meine Meinung dazu, aber ich drängel mich doch nicht in die Öffentlichkeit. Das ist nun wirklich nicht meine Sache. Und insofern, wenn jemand etwas wollte von mir, dann soll er es sagen. Dann tue ich es. Oder auch nicht, je nachdem, wer es ist und was er will. Aber zu sagen, den Finger zu heben und sagen, ich möchte auch mal, wissen Sie, im wahrsten Sinne des Wortes und nicht missverstanden, das habe ich nicht nötig. Also eine solche Rolle würde ja bedeuten, von allen Seiten akzeptiert zu sein. Und das ist Schröder durch seine einseitige Parteinahme für die russische Seite weder im Baltikum noch bei den Polen noch bei den Ukrainern. Und ich weiß auch nicht, wie es bei der jetzigen Bundesregierung wäre. Und Schröder hat Äußerungen getan, die ziemlich viel Verständnis für die Annexion der Krim haben erkennen lassen. Also die Frage ist, wie weit ist Schröder denn bereit, jetzt nicht nur nette Gespräche mit der russischen Seite zu führen, sondern sie tatsächlich auch zu einer Änderung des Kurses zu bewegen, wenn er denn selber teilweise versteht und für richtig hält. Wenn die andere Seite aber so unberechenbar ist und Politik auch als Willkür hier und da versteht, wie sollen dann Frank-Walter Steinmeier und Angela Merkel, die seit Monaten versuchen, mit Wladimir Putin Politik zu machen, tatsächlich... Ich will da keine Ratschläge geben, denn ich habe aus guten Gründen gesagt, mit der operativen Politik ist nichts mehr. Da hörst du auf. Das bezieht sich auf die Auseinandersetzung in meiner eigenen Partei. Sie werden zur Kenntnis genommen haben, dass ich mich selten, ganz selten äußere. Und das bezieht sich erst recht auf die Frage, wie meine Nachfolgerin und wie der Bundesaußenminister diese Krise handhaben. Ich habe mich immer geärgert, wenn ich Ratschläge von außen kriegte, die öffentlich waren. Da gibt es ein wunderbares Wort von Johannes Rau, der gesagt hat, öffentlich gegebene Ratschläge sind mehr Schläge als Rat. Wenn diese Aufforderung käme zu vermitteln, als Sie, als Kenner Russlands, dann würden Sie das machen, dann würden Sie sich nicht... Das ist auch eine theoretische Frage. Schon wenn ich jetzt mit Ja darauf antwortete, würde es heißen, er drängelt. Und er drängelt nicht. Sie haben mit der Antwort auf die Frage, ist Putin ein lupenreiner Demokrat, vor 10 Jahren ja ein bisschen Geschichte geschrieben. Ihre Antwort lautete damals, ja, ich bin überzeugt, dass er das ist. Würden Sie diesen Satz heute wiederholen? Ich werde jedenfalls einen Däubel tun, und das habe ich in den letzten 10 Jahren immer so gehalten, das, was Sie mir da aufgedrängt haben, zu dementieren. Eigentlich hätte ich sagen müssen, wissen Sie, Herr Beckmann, lupenrein ist außer Ihnen ja keiner. Und das hätte Ihnen gefallen, da bin ich ganz sicher. Aber mir sind dann Tausende von Stöckchen hingehalten worden, um drüber zu springen. Dass das Außenrecht jetzt ein Stöckchen von Ihnen ist, bringt mich auch nicht zu einer anderen Haltung. Gut, fertig.